Welch ein tragisches Ende für eine junge Prinzessin. Maria Singh, die Tochter von Herzogin Maria Anna von Österreich und ihrem Mann Prinz Piotr Galizin, starb mit nur 31 Jahren an einem Aneurysma. Sie wurde am 4. Mai, kurz vor ihrem 32. Geburtstag, mitten aus dem Leben gerissen. In den letzten Jahren lebte sie in den USA. Erst 2017 hatte sie ihren Mann Rishi Rup Singh geheiratet. Ein Jahr später kam ihr Sohn Maxim zur Welt. Er muss nun ohne seine Mama aufwachsen. Mütterlicherseits gehörte sie zu den Nachfahren des letzten österreichischen Kaisers Karl I. und seiner Frau Zita. Ihr Vater gehört zum russischen Fürstengeschlecht Golizin. Maria Singh lebte ein bodenständiges Leben. Sie arbeitete in verschiedenen Ländern und Bereichen, so war sie eine Zeit lang Verkäuferin in einem Brautmodengeschäft. Sie sprach Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch, studierte am College of Advertising and Design Innenarchitektur. Die kleine Familie sowie Marias Eltern und zwei ihrer Schwestern lebten in Houston, Texas. Sie hatten sich dort ein wunderschönes Leben aufgebaut. Das muss nun ohne die Prinzessin weitergehen.